So, dann gucken wir doch mal, wo wir am dümmsten. Achso, ich wollte gerade sagen, Le Bloc hinpacken. Ich würde fast sagen, wir stellen uns am besten einmal dazwischen. Dann dauert das auch nicht ganz so lange. Aber jetzt haben wir wieder das Kameraproblem. Was passiert, wenn? Okay, das war nicht wirklich der Plan. Das war nicht wirklich der Plan. Quebec. Nein, nein, nein. Es war ein Scherz. Ich wollte den Würfel nicht wirklich darüber werfen, okay? Ja, okay. Das hab jetzt nicht ich beendet, möchte ich nur mal sagen. So, wir stellen uns also einmal direkt davor. Und schubsen den noch ein Stückchen weiter darüber. Als wäre da so ein Widerstand an der Wand oder so. So. Halt, halt, halt. Ich möchte mit, ich möchte mit. Vielen Dank. Perfekt. Das sieht irgendwie aus, jetzt könnten wir da runterfallen. Oder da durch oder so. Wo müssen wir lang? Na, Truhe. Und ganz viele Sockel. So, her mit dem Boden. Oh, wie schön. Farblich sortiert, dieser gerade rausgesprungen kam. So, fangen wir also mit diesem Block wieder an. Und nach da drüben. Was ist mit der Wand da hinten? Ich sehe einen Strich, der da flackert, als würde die sich doch öffnen. Ha! Sag ich doch, sag ich doch. Ich hab's gesehen, bevor es da war. Denn hier gibt es noch Sonnending und noch einen ominösen Spiegel. Ach, guck. Wonderful. Er sagt das irgendwie so nett. Im zweiten Teil war es immer so, Alohomora. Und in diesem Teil ist es so, Alohomora. Ist ein bisschen ungeduldig geworden über das eine Jahr, wie es aussieht. Was verständlich ist. Vielleicht sollten wir alle Zaubersprüche ein bisschen gröber aussprechen. Damit die ein bisschen schneller funktionieren. Oh, guck mal, hier haben wir aber sowas von den Jackpot geknackt. Weine, wenn das gleich alles nach unten fällt. Ist doch... Danke. Boah, wir haben schon 81 Bohnen, Mensch. Gleich sind wir bei der 100. Ja, eine Bildkarte. Komm, hol sie aus der Box, aus dem Deckel raus. Durch den Deckel durch, bitte. Woo. Vielen Dank. Und jetzt stellen wir uns gleich in die Box, weil es da so toll ist. So, den nehmen wir natürlich auch mit. So. Schauen wir nochmal zurück, dass wir auch ja nichts vergessen haben. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Jetzt ist nur noch die Frage... Wo ist der Stern hingeflogen? Ich glaube da, ne? Aber da kommen wir so noch nicht rüber, möchte ich meinen. Bewegen wir also schnell das Blöckchen. Blöckchen. Weil die so sehr niedlich sind, diese steingearbeiteten, massiven Viecher. Seltsam, dass der sich so seitlich bewegt. Nein, komm. In größter Zeitlupe hier. Ich wollte gerade sagen, bitte, wir müssen noch weiter. Das reicht noch nicht. So, so langsam wie der sich bewegt, schaffen wir es wahrscheinlich in einem Zug auch wieder zurück. Jawohl. Perfekt. So. Und nach drüben, bitte. Reicht das schon? Ja, ah, reicht schon. Sieht vielleicht nicht auf den ersten Blick so aus, aber reicht wohl. Oh! Du hast die Aufgabe bestanden. Sehr cool. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Ist ja gut. Bloß nicht zu viel Lob. Der Tisch sieht irgendwie ominös aus, als könnte man da noch was mit tun. Ach nee, aber da ist auf jeden Fall noch ein Block. Das können wir natürlich so nicht stehen lassen.
Also glitschen wir diesen Zauber. Erstmal zu mir, bitte. Komm, komm, you can do it. Ich weiß, das ist schwer. Ich weiß, das ist anstrengend. Aber du kannst das tun. Du bist dazu imstande. Do it! Just do it! Ah, vielleicht sollten wir auch nicht ganz so weit wegstehen. Okay, okay, okay. Anlauf 369. Hä? Sie hat 69 gesagt. Wir versuchen es nochmal. Von näher ran. So, weiter nach drüben, weiter nach drüben. Wir können ja ein bisschen mitschieben. So, ho, ho. Draußen gewittert's. Zumindest sieht das so aus. Ich glaube, das sind einfach nur Harrys Geduldsfäden, die reißen und durchbrennen. Während das so langsam vor sich hin schwebt. Komm, komm. An der Säule vorbei und nach vorne. Come on. Come on. Nur noch ein bisschen. Es ist nicht mehr weit. Zentimeter für Zentimeter arbeiten wir uns näher an diesen Sockel heran. Ach komm schon. Wir stellen uns halt noch näher davor, sodass wir ihn quasi mit unserer Nase wegschieben könnten. Vielleicht geht's dann ein bisschen schneller. Oh. Komm, das muss reichen. Perfekt. Und was haben wir da? Eine Truhe mit... Jetzt sag mir bitte nicht nur Boden, dafür hat das zu lange gedauert. Ich möchte eine Bildkarte. Schade. Hätte ja sein können. Na gut. Okay. Gehen wir halt weiter. Und schauen mal, dass wir irgendwo ein Buch zum Speichern finden. Gang im zweiten Stock. Professor Krauts... Sprouts? Krauts? Oh Gott. Kräuterkundeunterricht. Geh durch den Haupteingang nach draußen, um zum Gewächshaus zu gelangen. Drei Bildkarten, drei geheime Orte. Ich habe gar nicht aufgepasst, ob wir überhaupt so viele Bildkarten gefunden haben. Aber eigentlich sind wir immer überall lang gegangen, wo es ging. Möchte ich meinen. Auf jeden Fall würde ich den Stream, den Part, so langsam gerne beenden, da wir bei einer Stunde sind und das in zwei Parts aufsplitten können, wie fleißige Gucker vom zweiten Teil vielleicht schon wissen. Nur brauchen wir dafür ein Speicherbuch. Hedwig! Kann ich damit auch speichern? Wahrscheinlich nicht. Okay, whatever. Nehmen wir noch kurz mit, was hier ist und dann schauen wir mal, dass wir zum Ende kommen. Harry, komm nicht zu spät zum Kräuterkundeunterricht. Ich warte am Eingang zum Gewächshaus. Für Sayonons Hermione. Okay. Oh Gott. Ja, ist okay. Ich, ja, Gott, hab's gelesen. Darf ich? Danke. Komme nicht zu spät, du musst nur leider eine Woche auf mich warten. Haha. Haha. So. Da ist ein Frosch. Das ist ein sehr großer Raum. Da oben wird wahrscheinlich kein Speicherbuch sein, aber bevor wir das nächstes Mal vergessen, dass es da oben lang geht, gehen wir halt jetzt doch eben da oben lang. Oh, Spiegel. Ja, man sollte sich da vorstellen. Oh Gott. Kein? Ich wollte gerade sagen, als ob das hier nicht irgendwie... keine Tür ist. Alle Spiegel sind Türen, das weiß man doch. Oh, eine Bildkarte, eine Bildkarte. Wenn wir die dann aufheben dürfen, dankeschön. Es ist viel epischer, hier Bildkarten zu finden. Das möchte ich nur mal anmerken. Das hätten sie im zweiten Teil besser machen können. Aber ich glaube, der zweite Teil ist der Teil der... achtlos aufgehobenen Items, möchte ich meinen. Ich sag ja nur Nimbus 2001. Weg. Oh mein Gott. Das war nicht mal episch. Das war... Ich dachte, wir heben den jetzt so...
Man muss das mal kurz sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir suchen Goyle, um ihn ein Haar zu entfernen. Oder laut dem Spiel ein Stück von Goyle. Wir finden Goyle und sind so, ja, wir haben Goyle gefunden. Wir haben die Baumschlangenhaut gefunden. Jetzt heben wir den verdammten Nimbus 2000 auf und es ist so, ja, was soll's? Besen halt, ne? Och nee. Nicht wahr. Das finde ich jetzt nicht cool. So schnell kann ich das nicht. Ich sterbe wahrscheinlich. Ja, wir sterben. 100 pro. So schnell kann ich nicht zaubern. Aber wir scheinen ihn getroffen zu haben. Bücher sind nur was für Leute, an die man sich sehr lange erinnern möchte. Also ist das doch eigentlich ein Kompliment, oder? Das ist tatsächlich ein Zitat aus dem Buch, möchte ich meinen. Nein, hör auf, mich zu bewerfen. Gott. Ich sag ja, ich sterbe gleich. Und er ist erst die Hälfte. Na gut, okay. Seine Gesundheit wird rapide weniger. Wir sollten nicht zu viel zaubern, glaube ich. Können wir wenigstens ausweichen? Ich glaube schon. Bin mir nicht ganz sicher. Jo. So. Nun, dass wir den doch geschafft haben, ohne zu sterben. Schauen wir mal, ob wir inzwischen jetzt irgendwo ein Buch zum Speichern finden. Oha. Was wird das? Was wird das, wenn es fertig ist? Ach, krass. Hey, Harry, hast du die 25 Bohnen für uns? Ich habe ein bisschen mehr als 25 Bohnen. Wir brauchen die Bohnen für, naja... Ja, ihr sagtet das bereits. Ihr könnt sie alle haben. Bitte, nehmt euch. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Bestimmt nicht. Der sieht aber auch fancy aus. Danke für deine Hilfe, Harry. Gerne. Also wenn man dieses Spiel spielen möchte, dann muss man aber auch wirklich geduldig sein. Mit allem. Das ist okay. Diese Animationen sind voll in Ordnung, ne? Dass man diese Bildkarten so voll episch aufhebt. Aber alles andere. Harry, wenn du zu spät zum Kreiterkundeunterricht kommst, wird Gryffindor wertvolle Hauspunkte verlieren. Also beeil dich. Hermine. Ja. Okay. Vielen Dank. Ja, ich hab's gelesen. Es ist in Ordnung. Dankeschön. Was? Keine Tür? Ich bin enttäuscht. Okay, wir gucken uns das alles später nochmal an. Oh, die Truhe sah aber gerade schon offen aus. Och, bitte. Hey, Potter, magst du Überraschungen? Malfoy hat ein Geschenk für dich. Ja. Du solltest besser vorsichtig sein, Potter. Die Slytherins können die Gryffindors nicht ausstehen. Das ist nämlich so. Aus Prinzip. Ich glaube, die gleiche haben sie im dritten Teil eingebaut. Im dritten? Ja, genau. Den haben wir nämlich auch schon gespielt, wie jeder weiß. Im zweiten. So, wir nehmen das noch mit. Gucken wir mal. Wir sind jetzt schon bei 1:10. Wir hängen einfach noch 20 Minuten dran. Und machen halt 3 Parts heute, weil wir kein Buch zum Speichern finden. Gucken, ob wir dann vielleicht besser eins finden. I doubt it. Aber wer weiß.
glaube, wir müssen hier lang. Das wäre safe was zum Verzaubern im zweiten Teil gewesen. Ich möchte noch mal gucken, ob man durch die Tür da oben gehen kann. Nur mal so, weil Crab und Goyle da gerade so verheißungsvoll durchgelaufen sind. Nein, okay, kann man nicht. Okay, gut, gut. Also zurück in die Eingangshalle. Noch ein böser Brief von Hermine. Ach nein, ein Buch. Ach komm. Egal, egal, egal. Wir machen einfach diesen Part noch zu Ende. Es ist eine blöde Zeit, jetzt aufzuhören. Dann habe ich total ungerade oder ungewöhnliche Part-Zeiten, sagen wir so. Kommt das jetzt auch mit diesem Knallbonbon wie beim PlayStation-Spiel? Dann sterbe ich. Spionierst wohl im Schloss herum, was? Na klar. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Das bezweifle ich gar nicht mal so sehr. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. Ja, mir ist tatsächlich auch manchmal zum Wein zu heulen, wenn ich dieses Spiel spiele. Oh, tatsächlich, die Zauberknallbonbons. Was? Ich hab's nicht gelesen. Ich muss die Leertaste drücken. Aua. Wie? Wie? Was? Ich konnte es nicht lesen. Ach so. Doch, I think so. Das wird. Doch, doch. Wenn er die nur nicht gleich immer wieder wegschmeißen würde. Ach nein! Oh mein Gott, wir sind gestorben. Holy moly, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, richten wir uns noch auf 5 weitere Lademinuten ein. Jo. Ach ja. Aber ich glaube, das Spiel geht gar nicht so lange wie der zweite Teil. Ich hab mir nur auf YouTube geguckt, dass überhaupt irgendjemand spielt. Und habe, glaube ich, ein Playthrough gesehen, was nur 1 Stunde 25 ging. Also wer weiß, vielleicht sind wir auch gleich schon fertig. Aber da kann ich mir nicht vorstellen. Also so storymäßig, nur so, was man so ungefähr kennt von den Filmen und Büchern, fehlt ja doch noch ein kleines Stückchen. Also vielleicht sind wir doch nicht ganz so schnell fertig. So. Okay, kann ich das überspringen? Bitte, bitte, bitte. Darf ich das überspringen? Darf ich nicht. Ja, ja. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. I know, I know. Ja gut, jetzt wirf mich schon mit deinen Bonbons ab. Er wirft die halt gleich immer sofort. Aua, ich habe die Leertaste gedrückt. Gott, wir müssen aber auch echt aufpassen, ne? Das war doch aber mal sowas von seine Richtung. Okay, okay, wir dürfen die erst aufheben, wenn die auf den Boden heben. Wir dürfen uns nicht direkt abwerfen lassen. Aua, das war zu spät. Ah. Er wirft die halt sofort immer. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Dadurch kann man nicht wirklich zielen. Oha, jetzt geht's aber ab hier. Oh Gott. Nach Hause wohin? Zu weiteren Lichtzauberern? Ach komm, ach komm. Das war aber sowas von getroffen. Bitte. Perfekt. Huh, das war aber auch wirklich so knapp. Ist okay. Es
deswegen schwebt er jetzt die Treppen hoch. Hinfort. So, wir gucken uns hier noch kurz an. Oder nehmen uns noch kurz die Böhnchen mit auf jeden Fall. Es gibt keine Böhnchen hier. Na gut, gehen wir halt nach draußen. Uns muss jetzt wirklich nur ein Vogel anscheißen, glaube ich. Ich glaube, dann sterben wir schon. Waren es gerade auch 2 versteckte Bildkarten und 7 geheime Orte? Ich glaube schon. Waren es nicht gerade noch 3 Bildkarten? Ich glaube, ich habe diesen Ladebildschirm zu oft gesehen. Oh, guck mal. Wir sind nur durch die Tür gegangen und unsere Lebensenergie hat sich um eine halbe Stunde aufgefüllt. Genau. So misst man nämlich Lebensenergie in Zeit. Um die Hälfte wieder aufgefüllt. Harry, hier drüben. Mensch. Hagrid. Oh, diese Hallo, Gartenmusik. Harry. Und wie freundlich der aussieht. Schön, dich zu sehen. Das sind die Ländereien. Eine Gartenschere in der Hand. Ich bin der Wildhüter. Kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst. Krass, ne? Deine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich. Mhm. Komm doch nach deinem Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Na klar. Und jetzt geh zu deinem Unterricht. Und so. Ich schneide derzeit weiter die Hecken, die schon perfekt sind. Ich hätte schwören können, dass wir das Teil verzaubern können. So, wo ist denn Kräuterkunde? Wahrscheinlich da unten. Und was hier hinter? Gar nichts, kann man nicht hintergehen. Okay. Alles klar. Schaffen wir wohl Kräuterkunde noch schnell? Die Herausforderung wahrscheinlich nicht mehr, aber... Wir spielen halt einfach bis zum ersten Buch, was uns über den Weg läuft. Nee, das ist hier aber auch nicht der Kräuterkunde-Dings. Das ist Percy auf jeden Fall. Mach dich auf den Weg zum Unterricht, Potter. Oh. Wie immer. Wie man ihn kennt. Aber nicht ganz so angeschrien wie sonst. Okay, da ist Kräuterkunde. Wir gucken aber trotz alledem noch eben schnell hier lang. Was ist das denn? Was soll das da darstellen? Ist das der Quidditch-Platz? Ist das Oliver Wood? Mach, dass du zu deinem Unterricht kommst, Potter. Du kennst ja noch nicht mal die Quidditch-Regeln. Okay, ich habe übersehen, dass es ein Slytherin ist. Okay, es ist nicht Oliver Wood. Klar, der wäre ja auch in Gryffindor und rot. Rot war das eindeutig nicht. Was ist da? Was soll diese Hecke darstellen? Ist das eine Eule? Könnte sein, oder? Wenn man so diese Spiele von damals nimmt, so eine Eule, die so auf so einem Dings sitzt, auf so einem auf so einem Sockel halt. Weil genau so die Form hatten die immer in diesen Harry Potter Spielen. Ich wette, sie haben einfach das Texturpaket, nicht das Texturpaket, aber so diese Form von der Eule genommen und sich gedacht, ah, das macht doch einen nice Busch im Gartengelände. Why not? So, egal, genug. Der Kräuterkundeunterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. In dem persönlichen Garten und tritt nicht auf die Rosen. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Oh je. Los, Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen. Okay. Dann gehen wir wohl besser schnell zum Unterricht. Oh je. Den kann man aber auf jeden Fall 100% verzaubern, wollte gerade sagen. Eine läppische Bohne, 2 läppische Bohnen, 3 läppische Bohnen, 4 läppische Bohnen, 4 läppische Bohnen. Okay, 4 läppische Bohnen. Wir geben uns damit zufrieden und laufen mal weiter zum Kräuterkundeunterricht. Eine Tür, die zugeht. Okay, dich kann man nicht verzaubern. Augen. Krebs. Oh je, oha. Das ist aber ein komplizierter Weg zum Kräuterkundeunterricht. Hallo, Humora. Das klingt wie so ein Grußwort auf irgendeiner anderen Sprache. So, hallo, Humora. Oh, hallo, Humora. So wie er das ausspricht. Oh, Frosch, den können wir gebrauchen. Wobei es ja so scheint, als würden wir uns selbst heilen an dieser wunderbar frischen Luft. Boah, die sehen aber gemeingefährlich aus, diese Schnecken. Oha. Flipendo.
Und aus allen anderen Harry Potter Spielen wissen wir natürlich, dass wir die verzaubern können. Entschuldige, aber da möchte ich gerade hin. Ja, genau, deswegen laufe ich halt nochmal gegen dich. Der Frosch soll sich ja auch schließlich lohnen, ne? Achso, ich glaube, wir machen, das ist hier alles hinter so Fensterläden versteckt und wir machen einfach immer mehr davon auf. Jetzt müsste das also wieder auf der anderen Seite sein. Jawohl. So circa. Und so circa. Guck mal, wir haben wieder volle Energie. Können wieder voll durchstarten. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Man hätte ja hier auch einfach so lang laufen können. Da gibt es doch bestimmt eine Bildkarte für. Ach nee, da ist ein Tor zu. Okay. Gut, also man musste das doch machen. Schade. Was für eine Technik. Ah! Sind eigentlich schon mal jemand die Augen von dem Frosch aufgefallen? Der guckt irgendwie voll. Ich habe noch nie einen Frosch irgendwie gucken sehen, glaube ich. Aber dieser guckte irgendwie bittend. Friss mich. Lass mich dir Lebensenergie geben. So. Ach, nee. Hä? Waren wir hier gerade schon? Aua. Ach so, wir haben, glaube ich, nur... Nee, hä? Waren wir hier nicht schon? Zu viele von diesen Dingern. So. Höre noch einen Frosch. Keine verzauberte Wand. Hätte ja sein können. Oh, ein Speicherbuch, ein Speicherbuch. So, ihr wisst, was das heißt. Damit sind wir am Ende dieser Parts angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, trotzdem es so wackelig war. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo da, damit wir uns beim zweiten Part mit mehr Wackeln wiedersehen. Beim zweiten Part, beim vierten Part. Und ja, wünsche eine gute Nacht und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!